Servusle, grüßt euch. Ihr erinnert euch noch, Anfang der Woche habe ich gesagt, ich will mal, so eine Erdbeertorte herstellen. Ich bin jetzt eine halbe Stunde hier rumgelaufen, nur um zu gucken, wo mein Zucker ist. Ich habe meinen Zucker verlegt, ne? Jetzt habe ich mal geguckt, hier haben wir wenigstens von den Seeds ein paar. Ich muss die mal zentral anpflanzen. Wie viel habe ich denn jetzt von denen? Sechs. Da machen wir uns jetzt ein bisschen Zucker, den Rest pflanze ich an, ne? Guck mal, hier habe ich auch die. Ich glaube, die habe ich hier hingesetzt, die Sachen. Weil das sind auch die Blattgärten hier so nebeneinander. Ich meine, ich habe die da hingesetzt und habe noch damals zu mir gesagt, dann haben wir wenigstens, wenn wir es brauchen. Ich habe es voll vergessen. Hier geht die Brücke rüber ins Paradies, da gehen wir jetzt hier hoch. Ich will am Wochenende die Erdbeertorte und jetzt ist Wochenende, ne? Jetzt machen wir uns die. Ich habe schon jetzt natürlich ein bisschen was gemacht. Ne? Hier die ganzen Formen, hey, man braucht einen Mörser und einen Stößel. Ich habe natürlich hier über das Ding geschaut, wie man das herstellt, ne? Eine Backform braucht man und hier eine Rührschüssel. Einen Teig habe ich jetzt schon mal. Jetzt muss ich noch Zucker herstellen. Allerdings, ein Zucker reicht. Das andere müssen wir anpflanzen, das darf ich nicht vergessen. So, jetzt haben wir doch alles, oder? Gehen wir mal da hoch, da war doch auch ein Backofen. Das sind überall Backöfen hier. Wir haben bestimmt 400. So, pass auf. Nee, ein Backofen ist ja falsch. Die Werkbank ist es, ne? Jetzt brauche ich diese Form, glaube ich, hier. Dann brauche ich auf jeden Fall einen Zucker. Den Teig braucht man. Ah, jetzt habe ich die Erdbeeren nicht dabei. Also, nochmal rüber. Nochmal rüber, ich hoffe auf ein Beet in Erdbeeren, ansonsten müssen wir sie halt aus dem Lager holen. Ich glaube, da haben wir noch ein paar. Ich weiß, dass wir Salz, ganz viel Salz hatten. Ich find kein Salz mehr. Ich finde kein Salz mehr. Es wird schon wieder dunkel. Oder? Es dämmert doch. Ja, auf jeden Fall gibt es heute Erdbeertorte. Und dann machen wir am Loft weiter. Ich will oben den dritten Stock mal das Glas reinziehen, dass wir mal über die Gesamtfläche Glas von außen gucken können, wie das aussieht. Halt, Erdbeeren. Wir gucken natürlich frisch vom Feld. Salz hätte ich fast von unseren Stufen abgebaut, die in die Minen führen, aber dann habe ich noch Salz gefunden. Na super. Na super. Mach mal die Fackel, dass wir ein bisschen was sehen. Frisch? Yay! Frische Erdbeeren. Frische Erdbeeren. Wir schlafen natürlich als erstes. Hier, ne? Das leuchten wir auch wunderschön aus, unser Loftle. Alter. Bist du jetzt am Stein hängen geblieben, Alterle? Boah. Übrigens, beim letzten Mal bin ich dann auf dem Feld, ne? Im Tatendrang. Habe ich auf einmal unseren Tod herbeigeführt. Ah ja, das kommt schon geil da oben. Warte mal ab. Habe ich unseren. Bin ich wieder verhungert, ne? Und was das Blöde war, ich habe zwar das Kreuzle gefunden, konnte also die Sachen da wieder nehmen, aber der Rucksack war weg. Also trotz, dass ich gleich direkt im Anschluss hingelaufen bin. Ich habe den Rucksack auch nicht nebendran liegen gehabt oder so, der war einfach nur weg. So, jetzt pennen wir und dann baue ich mir meine Torte. Dann baue ich mir meine sowas von Erdbeertorte. Ne? Und wenn es heute nichts wird, dann machen wir es morgen. So, jetzt pass auf, ich gucke nochmal, dass ich keinen Fehler mache. Form, Erdbeer, Zucker und Teig. Haben wir alles. Wir haben alles. Wir brauchen einen Küchenschrank. Form, Teig, Zucker und die Erdbeere. Leute, ich habe eine Torte gemacht. Ich habe da zwar jetzt das Inventar total voll mit allem möglichen Scheiß, aber wir haben eine Torte. Und die essen wir jetzt. Das kann man noch ausräumen gleich. Stopp, da ist die Torte. Da ist die Torte. Das räumen wir jetzt gleich hier wieder ein. Da möchte ich jetzt auch. Ich brauche einen Küchenschrank unbedingt. Das kommt wieder hoch. So, lassen wir es uns. Guck mal, da ist sie im Bild. Mahlzeit. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich vermute einen Effekt, der irgendwie stärker wäre. Egal, sie war gut, sie war lecker. Wir werden in Zukunft öfters Torte haben. So, alles klar. Jetzt pass auf. Jetzt räumen wir das mal hier ein, was wir nicht brauchen. Das komplette Tortenzeug. Alter, drei Schüsseln. Hier habe ich noch ein bisschen Mehl übrig jetzt. Ein Eimer musste ich bauen. Ich habe aber meinen Eimer nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, wo ich das Zeug immer hinschleife. Das will ich dann anpflanzen, ist klar. Die Erdbeerske brauchen wir auch nicht. Und eigentlich das Salz jetzt auch nicht. Das Brot lasse ich mal. Das können wir hier schon rausbraten. Was ist denn da noch drin? Quarzit? Wieso mache ich Quarzit? Ich weiß schon gar nicht mehr, für was ich das gebraucht habe. Hier der zweite Rucksack hoch. Da kommen wir auch her. So, jetzt pass auf. Passen Sie auf, meine Damen und Herren. Wir bauen jetzt den dritten Stock. Gehen wir mal hoch. Also zumindest die Glasfront, ne? Stoppe mal, stoppe mal. Okay, das passt. Das passt. Ich muss sagen, ich bin nicht Herr der Lage. Also ich habe die Maße natürlich nicht im Kopf. Können wir nicht mal geschwind das hier abbauen? Das muss ja jetzt alles mal irgendwann Form annehmen. Haben wir noch eine Schaufel? Nö. Wir haben keine Schaufel. Ist das deprimierend, wenn ich immer loslaufe, was machen will und ich habe dann die Hälfte vom Zeug nicht dabei? Eins, zwei.
an 2 kam dann auch die Decke, ne? Alles klar, ich weiß Bescheid. Wir gehen jetzt unsere Sachen holen. So wunderbar, wunderschön, komme ich hier durch? Nee. Alles klar. Da haben wir, glaube ich, alles Holzzeugs drin gehabt, ne? Ich muss selber gucken. Also ein Striezerle weiterkommen würde ich schon gern. Das Eisen brauchen wir jetzt erstmal nicht zum Bauen. Das können wir mal hier lassen. Das lassen wir auch mal hier. Das weiß ich nie, wann ich es brauche. Das kommt jetzt mal hier runter. Das kommt hier hoch. Fichtenholz habe ich für die Dings gebraucht. Für die Backform. Ich glaube, für die Backform war es. Für eine der Formen jedenfalls. Low Dirt brauchen wir hier auch nicht. Quarzit sowieso nicht. Diorit lasse ich mal drin wegen den Seitenpfosten. Fensterscheiben. Das kann auch weg. So, jetzt pass auf. Hier sind unsere Holz. Das Birkenholz nehme ich mal noch wieder mit raus. Die Scheibe brauchen wir. Und das waren die randlosen Scheiben. Die brauchen wir auch. Und die weißen Glasscheiben. Und Knochenmehl, falls wir nochmal was weiß färben müssen. Auf jeden Fall. Hier ist auch nochmal Glas übrig. Hier auch. So, das soll es eigentlich gewesen sein. Lass mich mal gucken. Ich muss jetzt natürlich gucken, wie wir es machen. Haben wir noch die Bretter? Das waren die Langbretter. Mit denen fange ich jetzt mal an, oben die Reihe zu ziehen. Ja, so, ich habe noch gar nicht entschieden, ne? Also Diorit sollte ja eigentlich weg. Und eins der beiden Hölzer sollte her. Gehen wir mal hoch. Wo habe ich denn das gesetzt? Hier? Ne, eins war da oben, glaube ich. Hier war doch das, oder? Mir gefällt das dunkle Holz fast besser wie das Birkenholz in dem Fall. Ja, das dunkle Holz gibt so eine, gewisse Nuance noch mit. Und das Birkenholz, das verliert sich hier eher, ne? Außerdem steht es hier wunderschön rein und hier nicht, weil hier nämlich Holz kommt. Wir gucken. Wir machen das Birkenholz da weg. Mir gefällt es nicht wirklich. Also schon, mir gefällt es, aber nicht dafür, was ich hier machen will. Jetzt habe ich natürlich kein anderes mehr, ne? War das Fichte? Ja, dann hole ich das Fichtenholz später wieder auf. Das habe ich jetzt erstmal abgebaut. Das machen wir dann zum Schluss fertig. Muss jetzt ja nicht gleich sein. So, hier ist klar. Hier haben wir dann das, das und das. Dann kommt hier eine Bahn lange nochmal oben drauf. Machen wir von oben. Ist das dumm? Was habe ich denn da gemacht? Achso, ich habe keine Schaufel. Gerade war ich unten. Machen wir jetzt von Hand geschwind die paar Dinger. So. Hier brauchen wir eh die Hacke. So. Kann ich da drauf springen? Naja, ich komme jetzt zwar nicht mehr raus, aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Okay, pass auf, das kommt dann hier, kommt das drauf, dann kommen die Langholzbretter hier drauf. Da, ja, dann mache ich es nachher weg jetzt. So, das und das und das, das und das. So, jetzt komme ich nämlich hier auch wieder hoch. Gehen wir mal kurz runter. Stopp, hier eins hin, super. So, genau, und hier kommt nämlich dann auch der Boden drauf und das war der Parkettboden. Die Langholzbretter habe ich dann im Prinzip hier rumgezogen. Das habe ich nämlich das letzte Mal falsch gemacht. Hier kommen eigentlich auch noch 2 lange drauf. So, so, so und so. So, 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 so. Und da muss ich jetzt auch nochmal gucken wegen dem Baum. Der kommt mir hier gefährlich nahe. Ah ne, es geht noch. So, das ist das, das ist das. Die Leiter mache ich dann ganz zum Schluss weg. Hier kommt noch ein Stückchen Parkettboden dran. Das machen wir jetzt so. Hier kommt ein Stück Parkettboden dran. Hier kommt ganz viel Parkettboden dann dran. Und hier kommt im Prinzip auch Parkettboden dran. Und dann kann ich oben die Erde nochmal abtragen. Das ist manchmal, also ich mache ganz viel doppelt. Habe ich auch schon gemerkt. So. Jetzt habe ich auch noch die Maus hier, die reagiert noch viel schneller als die alte. So, dann käme das hier, dann machen wir hier mal den Rand fertig, würde ich sagen. Wie weit kann ich denn, ohne dass ich runterfliege? Muss ich noch näher, muss ich noch näher, muss ich noch? So, Alter, stimmt das, was ich hier mache? Ich habe doch unten auch einen Topf müssen, oder? 1, 2, 3. 3 und jeweils 1 drüber und 1 drunter. Ist das hier genauso? Ein langes, 3 normale, ja passt. Hier ist es genauso. Dann stimmt's. Dann ist es so hoch. Das ist ja in Ordnung. Wenn das so ist, dann ist es so. So, jetzt pass auf, jetzt setze ich hier noch eins. Hier noch eins. Und hier noch eins. Das reicht erstmal. Bauen wir uns kurz eine Schaufel, ne? Bevor ich hier mit den Händen mich kaputt grab. Jetzt wollte ich gerade mit Shift mich runter schlittern schneller. Das geht aber nicht. Eine Schaufel, wo habe ich das Zeug jetzt hin? Habe ich hier Eisen eingelagert? Oder war das wieder oben? Voucher, merke dir doch zwischendrin als mal, wo du deine Sachen hast. 2 Sticks haben wir noch, das reicht für eine Wippe, für eine Schaufel.
Schaufel, Schaukel. Komme ich ein bisschen durcheinander? So, Bading, haben wir einen Erdbeerkuchen gemacht heute, ne? Ich wollte es nochmal erwähnen. Ich wollte es nochmal dazu sagen. So, jetzt bevor es dunkel wird, gehen wir gleich nochmal hoch. Ja, das wird schon. Ich will das mit dem Glas halt gerne mal sehen. Vielleicht sind es auch fürs erste Bauwerk ein paar viele Materialien durcheinander. Deswegen komme ich auch mit dem Holz nicht so klar. Weil es drei verschiedene Strukturen sind, die hier eingebaut sind. Da muss man lesen. Oder sich merken, wo man es hinplatziert. Nicht alles so meins. So. Da. Ja, jetzt hier runter. Das machen wir jetzt erstmal weg. Jetzt hast du eine Schaufel. Zack, zack. Zack, 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 zack. Guck, und schon haben wir ein bisschen Boden drauf. Das können wir jetzt wegmachen. Das war professorisch, ne? Da. Müssen wir wahrscheinlich noch zum Birken ein Holz holen fürs nächste Mal. So. Perfekto. Das war das. Das nehmen wir jetzt hier dran. Ja, so ein bisschen können wir ja schon mal aufschütten. Warum nicht? Kommt ja sowieso rein. So und so. Das mag ich nicht, wenn ich mich hier immer vertue. Da. So. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Holz, denke ich. So. Was hat er denn jetzt nachgezogen? Die Langholzbretter, ist klar, ne? Die können wir aber hier gleich reinmachen. Unten ist auch noch irgendwo ein Fehler drin, glaube ich. Eins, zwei, zack, eins noch. So, was hat er jetzt wieder nachgezogen? Das hier, ne? Aber das können wir, weil wir eine Schüssel dabei haben, gleich ändern. Und zwar, zack, Schüssel raus, die Bretter hier rein. Jetzt machen wir erstmal die langen, die brauchen wir jetzt eh. Lange Birkenholzbretter, passt. Sehr schön. So, wo war denn der Fehler? Weiß ich schon gar nicht mehr. Muss ich gleich nochmal gucken. So, das kommt dann bis hier rüber, passt. Wo ist denn jetzt die Leiter? Wo ist denn die Leiter jetzt? Was habe ich da jetzt wieder gemacht? Bestimmt habe ich es... Ah, da ist sie. Mann. So, perfekt. Den Mantel muss ich jetzt abbauen. Der wird jetzt praktisch nach außen versetzt. Der war ursprünglich hier gedacht. Aber durch meine Baumaßnahmen versetzen wir den. Jetzt habe ich die Leiter abgebaut. Leider. So. Das können wir jetzt nochmal wegmachen. Jetzt habe ich noch eine Leiter weg. Ist klar, aber die setzen wir halt einfach wieder hin. So, dann können wir wenigstens hier oben schon mal alles halbwegs richtig machen. Das kommt auch noch weg. Das auch. Das eigentlich auch. Das eigentlich auch. Ah, das ist die komplette Leiter. Jetzt muss ich runterhüpfen. Fatal. Passiert mir ja normal nie, dass ich da runterhüpfen muss. So, Leute. Jetzt muss ich die Leiter hier wieder setzen. Da können wir aber... Oh, jetzt habe ich ausgerechnet die abgebaut. Da habe ich ausgerechnet die jetzt abgebaut. Oh, ich will das jetzt alles nicht hier so rumschisseln müssen. Wir nehmen nur eins. So. Und das war das Weiche, ne? Das da. Ja, das tun wir jetzt hier kurz reinsetzen. Soll ja seine Richtigkeit haben, dann gehen wir kurz pennen. So. Hier brümmt, dann kommt hier brümm. Ist klar, hier sind die langen, hier kommen dann die normalen. Alles klar, komm, wir gehen kurz pennen, dann sehe ich wieder was. Ich muss nur aufpassen wegen dem Essen. Ich darf nicht dauernd mein Zeug verlieren. So. Jetzt schauen wir mal, was noch fehlt. Ich will die Glasfront einziehen auf jeden Fall in der Runde. Alles andere sind dann Handgriffe, die haben wir ja dann zusammen erlebt. Dann kann ich es vielleicht sogar übers Wochenende fertig basteln. Also zumindest die Wände. Hier ist jetzt klar, ne? Jetzt pass auf. Haben wir den Parkettboden schon? Ne, wir haben die Bretter. Also muss ich Parkett schisseln geschwind. Mit den letzten Hölzern. Welcher war der Parkett? Der hier, oder? Birkenholz kurz. Vertikal, vertikal, Birkenholz Parkett. Das ist er. So, la. Ich will das hier reinbauen, das sieht man sonst so ein bisschen doof aus. Den Rand mache ich dann zum Schluss. Dann gehen wir ja hin. Er will das irgendwie nicht. Doch, ich muss nur einfach näher drunter. So ein Stück noch zurück. Sehr schön. Alles klar. So, die Leitern. Die Leitern. Ich freue mich so, wenn das mal fertig ist. So. Da können wir jetzt hier hoch, ne, das geht. Bab und Bab. Bab und Bäble. Alles klar. Wie sieht das jetzt hier aus? Habe ich das jetzt so gemacht? Das habe ich doch jetzt schon wieder falsch gemacht, ne? Ich wollte das eigentlich hier nicht. Verzeihung. Ich mache aber immer den gleichen Scheiß 10 Mal, ne? Ganz oben können wir es dicht machen, ist klar. Hier müssen wir wegmachen. Da kommt dann das Fichtenholz drauf und hier kämen dann die Scheiben in Verlängerung drauf. Dann gehört das hier noch weg.
eigentlich gehört hier dann das Fichtenholz hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, das war zu viel. Hier gehört auch Fichtenholz hin. Jetzt sind wir schon fast unten. Dann holen wir es geschwind. Ah, okay, ist ein bisschen komplexer, wie ich gedacht habe, ne? Das einfach so hinzubasteln. Aber ich denke mal, das sieht dann nachher auch schön aus. Fichtenholz war das oder war es Eichenholz? Wir nehmen beides mit. Gerade vorhin habe ich geschaut, da stand Fichtenholz. Also wird es auch noch Fichtenholz sein, wenn ich hochkomme. Aber trotzdem. Dadeladeladam, dadeladeladam. Vielleicht hätte ich mit was Normalem anfangen sollen. So, wo ist denn die Leiter? Da ist die Leiter. So, wir fangen jetzt gleich mal hier an. Hier machen wir dann auch Fichtenholz hin. Das kommt weg. Da habe ich es doch hier auch falsch, ne? Und hier müsste dann Fichtenholz sein. Jetzt pass auf. Eiche, Erde, Fichte. 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 Voucher. So. Ja, ich bin mal gespannt, ob ihr den Baumodus immer noch sehen wollt. Wenn wir noch ein bisschen weitergemacht haben. Nee, war nur ein Joke. Ich werde ja auch besser. So, das lasse ich so stehen. Hier muss ich es auch wieder abbauen. Das mache ich jetzt aber am besten. Dadurch, ich mache das gleich, sonst vergesse ich es. Ah, okay. Was bedenke ich jetzt hier gerade nicht? Was ist jetzt hier mein Denkfehler? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Nee, Voucher, die Erde. Ich bin gerade ein bisschen. Ah, ja, alles klar, ich weiß, was nicht stimmt. Da fehlt was. So. Hier, ne? Hier sollte das dann dran. Jetzt sehe ich, das kriege ich das von hier hin. Kriegen wir das hin, das ist hier unten. Ja. Ja, die Sonne blendet. Gibt Schlimmeres? So, alles klar, hier passt. Hier passt es auch. Dann müsste das jetzt eigentlich ein Traum sein. Lass mal von unten gucken. Ah, okay. Dann müsste das hier noch weiter raus. Hä? Das, ah, ne, unten wollte ich es ja auch so. Ah, ja, das gefällt mir, das gefällt mir, das wird. Lass mal gucken. Erstens mal sieht es anders aus, als ich es mir gedacht habe. Und dann ist es zu dunkel. Das passt nicht dazu, ne? Wir nehmen Diorit. Ich habe es jetzt gerade entschieden. Diorit oder Birkenholz? So. Ja, so ist es. Bin halt nicht mit allem zufrieden, ne? Gerade bei sowas. Es kommt jetzt wieder weg. Wir haben es probiert und ich fand es nicht gut am Schluss. Ne, gefällt mir nicht. Das mache ich von oben dann. So. Immerhin haben wir einen Erdbeerkuchen gebacken. Da kann man zumindest sagen, wir haben was gemacht. Außer das Haus wieder abgebaut. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich meine, so ist es halt. Keine Kompromisse mit dem Haus, Leute. Ich finde das Diorit mittlerweile gar nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Weil einfach diese Steinstruktur dann doch ein bisschen geeigneter mir scheint. Mir gefällt es besser. So. Das kommt noch weg, gell? Ja, das können wir dann von unten zwirbeln. Hier muss ich es auch wieder wegbauen. Ja, es kostet halt unnötig Zeit. Aber wenn wir dann am Ende wissen, wie es gemacht werden soll. Ah, weil ich Holz habe. Aber ich dachte gerade, wie kommt denn das jetzt wieder? Dass da Harz auftaucht. So, alles klar. Ah, jetzt habe ich das Problem, dass ich hier wieder nicht beikomme. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Perfekt. So ist es okay. Hier kriegen wir auch noch eins reingezogen. So. Ja, so gefällt es mir dann doch wesentlich besser. Hier muss ich noch überlegen, wie ich es mache. Jetzt gehen wir hoch und bauen den Parkettboden fertig. Haben wir noch Holz? So, hier ist Diorit schon drin. Jupp. Hier bauen wir noch rein. So, bam, bam, bam. Alles klar, das gefällt mir. Das lasse ich jetzt erstmal so. Hier passt es auch. Hier ist ja auch noch Erde drin. Okay. So, haben wir überhaupt noch Holz? Ja, haben wir noch. Jetzt muss ich das wieder schisseln und zwar als Parkettboden. Wenn es kein Parkettboden ist, es ist Parkettboden. Wir haben Glück. So, Parketto, Bodo. Bam, 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 bam. Hier irgendwo habe ich noch einen Fehler drin gehabt das letzte Mal. Ich weiß nur nicht mehr wo. Aber das wird sich zeigen. Hier will ich, glaube ich, Langholzbretter rüber basteln. So, warte mal geschwind. Ah ja, jetzt sind wir auch schon wieder bei 20 Minuten gleich. Ist ja der Hammer, wie die Zeit abhaut. So. Dass wir wenigstens das hier fertig kriegen. Und dann müssen wir mal zum Birkenhain geschwind, dann hole ich mehr Holz, dann mache ich das so ein bisschen grob fertig.
Jetzt hat er die wieder nachgezogen, habe ich zu spät reagiert. Ist okay, ist okay. Vier Stück haben wir noch. Lass uns mal die vier hier gleich reinsetzen. Eins, zwei, drei, vier. So. Naja, also ich baue es nicht fertig. Da machen wir schon noch zusammen eine Runde. Aber so ein bisschen vorbereiten würde ich es gern. Alles klar, es ist eh Holz alle. Gehen wir Holz holen. Dann kann ich auch die Felder noch machen. Und dann würde ich aufs nächste Mal einfach so ein bisschen dran rumbasteln. Und wenn es nur die Böden ist, dass wir die mal reinziehen. Ich will ja da auch noch außenrum den Mantel setzen. Dann will ich noch einen kleinen Treppenaufgang hin haben. Ja, das sieht doch viel besser aus wie mit dem dunklen Holz. So komme ich damit klar. Unten der Raum soll nicht ganz so groß werden. Der oben drüber ja. Und dann die Terrasse noch. Ne? So. Jetzt gehen wir noch kurz Birkenholz holen. Das machen wir noch ein, zwei Minuten zusammen. Und dann räume ich hier mal wieder ordentlich auf. Ich habe das ganze Zeug jetzt wieder kreuz und quer verteilt. Und wir brauchen auch noch ein paar Schränke. Ne? Also wir brauchen mal eine Küche. Das ist mal klar. Dann können wir ein bisschen Mehl auf Vorrat craften und so weiter. Dass wir das Zeug immer da haben, wo wir es brauchen, weißt du? Weil das war jetzt schon ein Kunststück, den Kuchen herzustellen. Du musst ja durch die halbe Ortschaft rennen. Ortschaft. Durch Voucher seine Ortschaft. Geil, guck mal. Guck mal, unser Birkenhain. Hinten die normalen Birken hier, ne? Und vorne die andersfarbigen. Oh, scheiße. Ich glaube, die Diamanthacke ist weg. Die war im Rucksack drin. Genauso wie unsere Sense. Ist das übel? Ich verstehe gar nicht, dass der Rucksack nicht einfach auch da liegt, wo man stirbt. Ja, alles klar. Dann baue ich jetzt erstmal eine Sense vorne im Gartenhaus und dann müssen wir das. Schadet um die Diamanthacke, ne? Wenn ich Glück habe, habe ich sie oben abgelegt. Aber ich glaube nicht. Da muss ich echt aufpassen, weil es war ein blödsinniger Tod. Verhungern. Wir brauchen nicht verhungern, wir haben so viel Zeug. Mach das weg, dass ich da durch kann. Alles klar, schade, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Gut, Leute, dann sehen wir uns morgen wieder. Was ist morgen? Sonntag. Sehen wir uns am Sonntag wieder. Bis dann bin ich wieder ein bisschen organisiert mit meinen Sachen hier. Muss auch mal noch einen Rucksack rausnehmen gleich. War der leer? Der war leer. Dann machen wir hier. Ne, hier ist weg. Ist einfach weg, weißt du? Ist traurig, aber wahr. So, alles klar. So, ich organisiere mich. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen, also am Sonntag, vorne wieder beim Loft. Ich zeige euch dann, was ich umgebaut habe. Ich werde mich da ein bisschen dran klemmen, ne? So, und dann geht's weiter hier im Takt. Bis denn.